Grüß dich und willkommen zur TARP-Herausforderung in Blumenzeit 6 am 17.10.2024 auf der Karte und Pfeile, Schwierigkeitsstufe schwer, und das sind die Regeln. Du darfst diesmal zwei Affen platzieren, hast 95.000 Affen-Dollar Stadtgeld, fast, und das Ganze spielt sich in Runde 80 ab. Okay, los geht's! Du musst hier auf die Platzierungsreihenfolge achten, sonst reicht dir das Geld nicht. Und zwar nimmst du zuerst ein Affendorf, platzierst hier an diese Stelle hin, mach als Verbesserung 5, 2 und 0, dann nimmst du einen Bumerang-Affen und den platzierst du hier hin, mach als Verbesserung 0, 2 und die Stufe 5. Okay, jetzt kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Hier kommt ja in Runde 80 bekanntlich ein ZOMG. Der wird ständig vom Bumerang-Affen zurückgedrängt und dadurch gewinnt er natürlich mehr Zeit, um den zu platzen zu bringen. Der macht auch wirklich sehr viel Schaden mit seiner Stufe 5. Schau dir das an, wie schnell das hier hochzählt. In etwa an dieser Stelle wird er zum Platzen gebracht und die ganzen Moab-Klassen, die da hinterherkommen, die werden dann vom Affendorf auseinandergenommen. Okay, das ist der Sieg. Ich bekomme hier 90 Affendollar und ein Meeresaffen mit 022. So, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.